Geballte Power mit Elektromobilität. Das ist das Motto der IMFS, einer neuen Veranstaltung für innovative Mobilität in der Zukunft am Salzburgring. Hier treffen sich Autohersteller mit Geschäftskunden aus der Privatwirtschaft und dem Kommunalsektor. Dabei ist für alle eines klar. Die Zukunft auf der Straße, die ist elektrisch. Der Umstieg auf die E-Mobilität, das ist das, was in ganz Europa jetzt passiert und wo wir in Österreich mittlerweile auch europaweit ganz, ganz vorne dabei sind. Es ist mittlerweile die Elektromobilität komplett in der Fläche angekommen. Es gibt viele Anbieter, es gibt sehr viele interessierte Leute, die jetzt hier zu diesen E-Mobility Days auf den Salzburgring kommen, das zeigt, dass es einfach sehr, sehr populär ist und ein guter Weg ist für die Mobilität. Der Trend zum Elektroauto lässt sich auch in Zahlen hinterlegen. Wir haben im September 2021 20% der Neuzulassungen rein elektrische Pkw. Das ist ein Rekordwert. Als ich begonnen habe als Ministerin, waren wir bei knappen 3%. Das heißt, das ist eine wirklich dynamische Entwicklung und die gilt es jetzt weiter zu unterstützen. Das Greentech-Unternehmen Salzburg AG unterstützt diese Entwicklung mit der dafür notwendigen Infrastruktur. Wir bieten für Gewerbekunden natürlich individuelle Ladelösungen an, also die natürlich abgestimmt sind auf das Ladeverhalten bzw. auf die Fahrzeuge, die geladen werden. Im Grunde genommen können wir alles anbieten, was der Kunde wünscht. Alle Infos und Kontaktdaten finden Sie auf salzburg-ag.at/e-mobilität.